Hier ist es nun endlich. Heute habe ich es bekommen. Montag ist es verschickt worden. Und ich muss noch mal sagen, ganz recht herzlichen Dank an E3D Online für den Rabatt, den ich bekommen habe, für meinen YouTube-Kanal. Und jetzt schauen wir einfach mal, was da alles drin ist. So, schöner Aufkleber. Dann ist es hier das Hotend. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und Nervennahrung für den Zusammenbau wahrscheinlich. Gucken wir mal, was jetzt alles dabei ist. Und das ist das. Das ist mal der Alukörper. Uns das mal genauer an. Ich habe jetzt das 1,75er geholt. Dann haben wir hier den Heizwiderstand. Dann haben wir hier, ich habe jetzt die Standarddüse genommen, die 04er. Das ist ein Heizblock. Und die ganzen Kleinteile noch zum Zusammenbauen. Dann haben wir hier den Mini-Lüfter. 30er. Dann haben wir hier noch die Schrauben, die wir alle brauchen. Für den Lüfter und um das, den Heizwiderstand festzuschrauben. Sogar mit einem Plandimo-Schlüssel. Und dann haben wir hier noch den Thermistor mit Kabel, Isolierung und ein paar Hülsen, um das zusammenzukrimpen. Und das müsste jetzt noch so ein bisschen Kapton-Tape sein, um das alles zu isolieren und zusammenzukleben. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde das also dann alles zusammenbauen, montieren und dann lassen wir uns mal überraschen, wie gut das funktioniert. Hoffen wir mal. Toi, toi, toi.